Hallo Leute, herzlich willkommen zu Let's Play Together Zelda Majora's Mask. Ich bin hier zu Gast und durch das Spiel leiten wird uns wie immer der René. Wunderbar, du hast das perfekt gemacht. War das immer? Das und freut mich gerade. Und seine Co-Moderatorin Isabel. Hallöchen. Ja, sag mal was. Hallöchen, ihr Lieben. Ja, mich freut das gerade richtig, dass René den Ball verpasst hat. Das mir immer ich war nur schwer beeindruckt, weil er es zum ersten Mal macht und so gut. Er hat kein Ocarina of Time gesagt. Ich war aber kurz davor, muss ich ganz echt sagen. Ich bin schwer beeindruckt. Und man hört ihn jetzt auch viel besser. Ja, ich habe halt ein bisschen rumgespielt und dann hat es irgendwie geklappt, ja. Denk dran, wenn du zu viel rumspielen, sagst dann 18 plus, ne? Denk dran, die Leute gucken zweideutig. Ihr seid verdammt zweideutig, das muss ich ja mal sagen. Ne? Also in den letzten Parts ist mir das schon aufgefallen. So als die Roto-Geschichte so anfing. Ne? Das ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Guck dir von Ocarina of Time einer der letzten Parts an, da kommt Zelda so runtergeschwoben in so einen komischen Kristall, da sagt die, boah, ihr hat immer voll das Flachland und Ruto hat voll die fetten Dinger. Ja. Das war in der Zitadelle der Zeit, wo Sheik sich in Zelda verwandelt hat. Da habe ich das gesagt. Das ich habe ja alle Parts gesehen. Das kam mir also schon bekannt vor. Und ja, aber es kam halt nochmal so auf. Das heißt nicht, dass ich zweideutig denke. Nee, überhaupt nicht. Ich bin ganz brav. Überhaupt nicht. Aber ich muss feststellen, wie er das Together betont hat. Das war sehr gut. Ja, finde ich auch. Perfekt, kann man nur sagen, perfekt. Merci beaucoup. Wenn irgendwann mal hier die junge Dame nicht da ist, dann springst du für sie ein. Du machst das wirklich gut, ich bin beeindruckt. Vielen, vielen Dank. Ich bin ersetzbar, ich bin geschockt. Das hast du gesagt. Ich habe nichts von ersetzbar. Da muss ich jetzt auch sagen, also das... Taya hier kann ich jetzt nicht ersetzen, also das geht gar nicht. Mist, das Quellwasser ist wieder abgekühlt. Blauen Pfeil? Nicht, oder? Schade. Und zwar ist wieder abgekühlt. Oh, schade. Ich jetzt ziemlich beeilen, weil hier hinten musste, glaube ich, der Tügi sein beim ersten Mal. Da hinten, ja klar, dieser alte Mann da, ne? Der alte Grone. Es ist auch ein alter Mann. Die Leute nerven. Das fällt in jedem Part auf. Wie? Wer nervt? Meine Eltern. Lass mich raten, Bruder. Ach, schade, deine Eltern. Ja, die gibt's leider auch noch auf diesem Planeten. Ja, das ist der Vorteil, wenn man von zu Hause ausgezogen ist, ne? Tja, sag das meiner Mutter. Oh, da ist so ein Mischi. Ja, das Problem ist, dann halt Xerox das abkühlt. Ach so, du kannst jetzt erschlagen. Natürlich. Der war doch hier irgendwo. Ja, normal schon. Ich glaube, da... hier war er nicht. Da ist er doch. Aber der ist nochmal in Eis gehüllt, ne? Jo. Und das Quellwasser ist leider Gottes wieder kalt. Kannst du es nicht zerhauen? Nein. Nee. Wieder so logisch. Ja, das ist leider wieder so unnötig. Jetzt darf man da wieder hinlaufen. Ach ja, ist das schön. Ja, wenn man von Logik da... Ich glaube, das ist wirklich viel Logik. Ja, allein ist das so ein kleiner Junge mit einem fetten Schild auf dem Rücken und einem Zahnstocher in der Hand gegen fette Monster kämpft. Ne? Mhm. Ja, definitiv. Ja. Aber weißt du, was du noch machen kannst? Ja, sag. Auf der zweiten größeren Insel, auf dem Weg zum Gorondorf, der ist doch auch so ein Eisklotz. Wenn du den wegschmilzt, ist da drunter eine heiße Quelle. Okay. Wenn ich mich recht erinnere. Ach, Mann, Link. Ich mag den kleinen Link nicht. Der große ist besser. Ja, natürlich. Er ist ein Schönling, auf den steht jede Frau. Ja, du auch, ne? Ganz heimlich. Nicht wirklich, ich stehe nicht auf Blondinen. Ach, scheiße, Mann.
Auge der Wahrheit nicht aktiviert. Ah, Mann. Stehst du auf Blondinchen? Oder steht ihr auf Blondinchen? So muss ich das ja eher sagen. Ich habe jetzt zwei Männer da. Nee, danke. Doch, ich schon, muss ich so sagen. Also wenn hier gerade irgendeine zuguckt, dann, ne, dann könnt ihr mich auch anschreiben. Das war ja klar. Und da sagt er, wir sind schlimm. Nee, nee, nee. Ich habe nicht gesagt, ihr seid schlimm. Das habe ich nie gesagt. Ich glaube, ich muss das irgendwie rausschneiden. So. Ja. Rauspiepen. Ja, mach das mal, Digga. Partnervermittlung ja, über YouTube, das geht ja mal gar nicht. Wie war das mit Let's Player sucht, Frau? Das machst du ja nicht, weil du zu feige bist. Oder kreativlos. Wenn ich Hilfe hätte? Oder du bist einfach noch kreativlos. Ganz einfach. Ja, vielleicht habe ich ja auch schon eine Frau für dich. Ja, natürlich. Lass mich raten, sie kommt vom Mars, ne? Nee, wenn dann von der Venus. Das hast du gut ergänzt, ja. Ja, ja. Ja, stimmt. Frauen kommen ja von der Venus. Die kommt eindeutig von einem anderen Planeten. Definitiv. Ja. Was gibt's denn da zu stöhnen? Mein Freund hat gerade was sehr Schönes eingeworfen von der Seite. Deswegen sind Frauen auch so höllisch. Ja, ja. Also ich glaube, er weiß, wovon er redet. Jetzt vertieft das Ganze nicht noch. Nein, das vertieft nicht. Ich lasse es jetzt einfach mal so im Raum stehen. Ja, ja, klar. Du natürlich. Lässt das natürlich ganz klein im Raum stehen. Ja, klar, ey. Also... Gerade du, natürlich. Ja, gerade ich. Die ich bin noch so unschuldig. Die Unschuld in Person. Ja, ja. Hast du gut ergänzt, dein Mia, das kam gut. Ja, das... Naja, ich sag einfach jetzt erstmal nichts mehr. Ich guck erstmal wieder zu. Ach komm, du musst das schon ausnutzen. Phil hat Angst. Ich spüre sie geradezu. Angst ist das falsche Wort. Eher Respekt. Respekt? Oh. Respekt vor mir? Ja. Ah, wo geht's denn nochmal lang? Da war das doch. War doch das Gorondorf, oder? Ja, das. Ja, ich verwirre immer. Ich hasse diese scheiße Kacke. Es sieht alles gleich aus hier für mich. Das zweite war das, ne? Auf der zweiten Insel, ne? Ja. Ich hoffe, du schaffst es. Das wäre nicht wesentlich einfacher dann auf das weitere Mal. Ach Mann! Scheiße, ich bin gestorben. Nein! Wie du. Oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen, du hast noch ganz schön wenig Energie. Und kurz danach sagst du, oh, gestorben. Ach, das passiert. Es passiert auch nicht oft, dass er stirbt. Das Problem ist, mein Controller müsste irgendwie dann nach Lustig genau in die andere Richtung drehen. Links war gerade rechts und rechts war links. Das kam gerade echt gut. Ach Mann, Link, du Idiot. Fellwasserwarm. Ja, genau in dem Moment, wo ich die Flasche geöffnet habe, ist es kalt geworden. Das darf doch nicht wahr sein, ey. Oh nee. Oh Mann. Das darf doch nicht. Wir haben heute ein Schwein. Das darf doch nicht wahr sein, ey. Was ist heute nur los? Der Wurm ist drin. Oder besser gesagt, der Phil ist drin. Ja, ich bin schuld. Sonst bin ich's immer. Hey, jetzt sagt, mach den Phil nicht dumm an, ja? Ich glaube, wir brauchen jetzt 3-4 Parts nur, um diesen Eisblock da wegzukriegen, habe ich das Gefühl. Ist ja gut. Wieso? Das war doch kein Vorwurf. Natürlich, nach dem Motto, Mann, kriegst du das nicht hin oder was? Da kommt. Und da wunderst du dich, dass wir als altes Ehepaar bezeichnet werden. Du schmeißt immer solche Dinge in den Raum, nicht ich? Also. Ich weiß ja nicht, ob es die anderen genauso sehen, aber auf mich wirkt das halt so. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Naja, wir werden ja bestimmt irgendwann noch mal einen anderen Gast haben.
Ja, aber es ist eine ganze Fußballmannschaft, ey. So eine ganze, so 10 Leute. Das machst du aber scheiße. Ey, halt die Schnauze. Ja gut, mit Sashi wird es leider noch ein bisschen dauern. Aus gewissen Gründen. Ja, leider Gottes. Der hat aber auch schon mal eine Video-Antwort gemacht, ne? Mal nicht gesehen zu haben. Ja, es aber ist schon lange her, ne? Am Mikrofon, sondern eher an der Auswahl der Programme, die er nicht besitzt und nicht bekommt, weil Vater Oberhand über das Internet hat. Also über diese... Ah. Weißt du? Ja, ja. Es gibt noch Väter, die tun sagen, ich bin der Administrator und ohne meine Bewilligung gibt es keine Programme auf dem Computer. Da hilft einfach nur der Root. Ja, nee, es ist auf dem Computer so eingestellt. Er ist über ein Gast-Account, sage ich jetzt mal drin. Du hast ja, kannst ja einrichten für Besucher und den Haupt-Account. Waren das noch Zeiten, wo ich noch Windows benutzt habe? Ja, jetzt fängt er wieder an zu schwärmen. Muss mal aufpassen. Ich benutze immer noch Windows und bin sehr zufrieden. Oh ja, mein Gott. Ja, XP. Ich hatte auch mal Windows 7 drauf, aber da war ich noch nicht ganz so überzeugt von. Dann habe ich wieder XP drauf gemacht. Ja, ich krieg einen neuen Computer und da ist entweder Vista oder Windows 7 drauf. Ich weiß es nicht. Was ich jetzt machen werde, ich werde zwischenspeichern. Das ist eine sehr gute Idee. Nicht weißt noch du, was ich noch machen würde? Denn hier bevor irgendwie Energie beschaffen. Ach, das wird schon. Wenn mein Controller mich jetzt nicht wieder verarschen, also nicht verarscht wieder einmal, dann wird das schon passen. Warum ist der Geron eigentlich so ungelenkig? Weil er dick und fett und... Komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt. Mach das scheiß Eis weg. Wunderbar. Na, endlich. Wird ja langsam mal Zeit und wehe, es ist keine heiße Quelle hier drin. Glück gehabt. Isabel? Ich weiß, was ich sage und was ich tue, mein Freund. Ja, er ist Freund, ne? Ich war junger Freund. Ja, du bist ja auch jünger wie er. Ja, das stimmt. Aber nicht viel. Gut, nee, nicht, dass ich mir jetzt wieder anhören muss, ich bin ein alter Mann oder sowas. Nee, nee. Nein, nein. Du bist ein etwas älterer, junger Padawan und er ist ein junger Padawan. Padawan, ja, Star Wars, ja, ja, ja. Ja, ja, klar. Muss. Ah, jetzt ist der Ton gerade weg. Ah, oh, das gibt's doch gar nicht. Hat sich der Ton... Das hattet ihr aber auch lang nicht mehr, ne? Nee, lang nicht mehr. Nicht lange her. Das könnt ihr gerne reden, ihr müsst jetzt die Zeit gerade füllen, bis das wieder alles steht. Ja. Und wo das neue Part. Ich weiß nicht, woran es liegt, ne? Isabel könnte uns ja was vorsingen in der Zeit. Haha, das wär's, ey, das wär's wirklich. Ja, siehst du, ich bringe hier neue Ideen ein. Ich singe nicht, auf keinen Fall. Ich lese höchstens vor, aber ich singe nicht. So, ich muss leider jetzt. Du musst doch mal offen für Neues sein. Ich muss leider jetzt vorlesen, Leute, es tut mir leid, aber naja. Huch, wo bin ich? Ah, es ist schon so spät, ich muss mich beeilen. Oh, jetzt müssen wir warten, bis der alte Kerl da hinten ist, ne? Moment, oder? Das kann ja ewig dauern. Huch. Oh, du bist da, Mani. Aber bist du denn nicht tot? Halluziniere ich etwa? Vielleicht ist das auch nur ein Trugbild vom Gipfel des Berges. Hm, ich werde zum Narren gehalten. Aber das ist unmöglich, ich wende mich nicht ab. Ich schaue durch die Illusion, gleich bist du verschwunden. Oh Mann, dieser alte Mann geht mir jetzt schon auf die Nüsse. Komm, Junge. Egal wie lange du mir folgst, es wird dir nichts bringen. Egal. Ja, okay, was jetzt? Das muss man nächstes Mal machen. Ocarina rausholen. Du kriegst von dem auf jeden Fall ein Lied beigebracht. Das weiß ich. Aber... Der ist für Lippen, ey. Der ist schon uralt. Dann solche Lippen, ne? Ich wusste nicht, dass die... Boah, guck mal, die Lippe... Ja, ich wusste nicht, dass... Die Lippe zuckt noch so. Die Lippe sieht aus wie eine Zunge, ey. Stellt euch mal vor, der kann so mit seiner Zunge... Entschuldigung.
Mensch, ich hau den jetzt. Ja, warte mal. Eine. Ich glaube, du musst ihn noch ein zweites Mal besuchen, aber ich weiß nicht. Er sagt immer das Gleiche. Ah, ey. Dann gehen wir erstmal zum Gerondorf. Vielleicht muss man da noch irgendwas machen. Ich weiß es nicht mehr. Oh oh. Ich hab noch ein halbes Herz Energie. Ich glaube, du musst erstmal zu dem Goron-Baby und danach nochmal zurück zu dem Alten. Ich muss erstmal ein Herz besorgen, sonst bin ich tot. Hm. Ein halbes Herz noch. Magie, was will ich mit Magie? Verdammt nochmal. Dekostäbe, ja. Edelsteine, Rubine, alles ist da, nur kein Herz. Normal. Jetzt krieg ich noch Pfeile. Hm. Das ist jetzt scheiße. Ja, vielleicht wenn du in das Goronenhaus gehst, wo das Baby drin ist, weil da sind auch ganz viele Krüge. Da oben ist ein Herz. Herzteil, ja. Mhm. Gut, dann gehen wir als Damania halt da rein, Mensch. Hm. Grundschreiben, bitte sprechen Sie mit dem Torwächter über Ihnen. Oh, stampfen. Mensch. Nee, stampfen, stampfen. Moment. Wieder Pfeile, ey, ich werd langsam echt bekloppt, ey. Hinter mir kommt gerade so ein komisches, hüpfendes Ding an. Schnell rein da. Rein da. Goronenschrein, ja. Phil, du bist irgendwie etwas zu still. Das geht gar nicht. Entschuldige. Ich bin nicht so die Quasseltante. Oh, du bist ja das genaue Gegenteil von der kleinen Isabella. Ja, ich muss dir doch einen Ausgleich schaffen. Das geht doch nicht. Was mich gerade ein bisschen fremdet, sie schweigt irgendwie. Das ist etwas seltsam. Durch zum Thema, hier könnten doch vielleicht Herze drin sein. Nein. Not. Dann guck mal weiter, weil hier gibt's noch mehr zu sehen und ich krieg Massen auf Dekostäbe, das ist schön. Ja, woher so. Ich kann doch auch nichts dafür. Das Piepen nervt. Vielleicht kannst du da kannst du sonst vielleicht ein paar Herzen draus schnitzen mit deinem Schwert. Wäre eine Sache, ne? Deine Methode. So, du hast noch eine Minute. Wunderbar. Boah, wie die Zeit vergeht. Ja, ne? Meine Güte. Willkommen in unserer Welt. Das ist auch immer. Hier sind noch mehr Steine. Komm, in irgendeinem scheiß Drecksstein muss doch ein Herz drin sein. Vor allem der Witz ist, wenn du Herzen brauchst, kommen keine. Und wenn du keine Herzen brauchst, Helden sind Krüge. Da. Krüge. Lass mich raten, in den Krügen sind wieder Dekostäbe. Was habe ich gesagt? Dekostäbe und Magie. Wunderbar. Oh, und die Goronen haben doch auch bestimmt ein Herz in sich, sonst würden sie ja nicht leben, ne? Vielleicht kannst du sie einfach mal aufschlitzen. So wie in dem einen Video. Und das wäre eine Methode, eben. Echt. Guck mal, was die innen drin sind. Ob die auch innere Werte haben. Vielleicht haben die auch mehrere Herzen. Ach so. 10 Sekunden. Nix. Wir müssen gleich in Unruhestadt fliegen und uns vielleicht irgendwie ein Herz besorgen. Machen wir kurz. Ja, ich glaube. Da bimmelt schon, hat man schon gehört. Ja. Mhm. Ich hab's extra rangehalten, damit du es hörst. Wunderbar. Ja, ich muss mal sagen, dann ist das Ende, ne? Von dem ja. Part. Ende im Gelände. Mal wieder. Mal wieder. Ja. Wollen wir noch ein paar drehen? Ja, wir drehen noch ein paar, oder? Ja, ein bisschen was also, geht noch. Ja, ein bisschen Zeit habe ich auch noch. Na komm, dann machen wir noch ein Part von 20 Minuten. Das dürfte eigentlich passen. Gut. Gut, gut.
dann melden wir uns an der Stelle kurz ab. Ja, bis gleich zum nächsten Part. Bis gleich.